Internet, hier ist wieder Benzack für euch und willkommen zu meiner Kapitel-Review von One Piece Kapitel 973. Was zum Teufel, Oda? So richtig so, what the fuck, Alter? Oder lädst du letzte Woche noch ein Theorien-Video hoch, wo du einige Punkte ansprichst? Und denkst du, das ist eine klare Sache, das ist ein Safe Call so. Ich habe sogar schon, als ich das hochgeladen habe, mir so gedacht, wow, jetzt erzählst du dem Internet keine neue Sensation, weil das wissen wahrscheinlich sowieso schon die meisten oder denken sich die meisten. Und dann so klatscht Oda, als hätte er es gewusst, dieses Kapitel raus. Also was zum Geier ist denn da los? Wir gucken uns das mal gemeinsam an. Charakterbild, okay, man sieht halt, die Cover-Story von Bege geht weiter, nichts Besonderes. So, dann geht's aber los. Man sieht, der Flashback ist tatsächlich noch nicht vorbei. Ich dachte, der Flashback wäre tatsächlich zu Ende, aber nee, ist er gar nicht, wie wir hier sehen. Man sieht jetzt nochmal ein paar Momente von Oden auf Rogers Schiff, auf Wano später, das Familienleben so. Und ich finde das Pacing hier ein bisschen merkwürdig. Warum zeigt er das jetzt? Warum hat uns das nicht vorher gezeigt? Aber gut, dann springt es im Flashback trotzdem nochmal ein bisschen weiter nach vorn. Und wir sehen, wie halt die Samurai von Oden halt von Kaido gejagt werden. Und ich bin mir nicht sicher, was das da unten ist. Dieses Viech hier, was da kommt. Das ist so ausgeschwärzt. Ich weiß nicht, ob das ein anderer neuer Fischmensch ist oder sowas. Oder ich hatte auch schon gedacht, ob das vielleicht Ors ist, also Ors Junior. Weil wir ja in dem Flashback von Ace gesehen haben, dass er Ors beigebracht hat, sich einen Hut zu flechten. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob er Ors auf Wano getroffen hat oder ob er Ors auf einer ganz anderen Insel getroffen hat. Aber die Hörner und diese riesige Silhouette hat mich persönlich jetzt an Ors Junior erinnert, weil die auch sagen, oh mein Gott, was ist das für ein Ding? Aber wenn es Ors ist, verstehe ich nicht, warum Oda den irgendwie ausschwärzen sollte. Deswegen ist es wahrscheinlich doch nochmal was ganz anderes. Scheint auf jeden Fall auf Kaidos Seite zu sein. Vielleicht ist das auch ein Mitglied von Kaidos Piratenbande und hat irgendeine andere Teufelsfrucht gegessen oder ist eine Art Fischmensch oder ein Riese. Und wir haben die Figur vielleicht einfach noch nicht gesehen. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall fliehen die halt. Und dann hat Kaido eine ziemlich krasse Szene. Ich meine, so, wow, hold up, Alter, hold up. Man sieht hier einfach, wie Kaido den kleinen Momonosuke am Hals packt und über den Balkon oder über das Dach von dem Haus hält. Und es ist ziemlich heftig. So, da hat er so ein Kind in der Hand und droht dem Kind halt mit dem Tod. Und aus einer Laune heraus, so nach dem Motto wahrscheinlich so, wow, du bist es selbst meine Aufmerksamkeit nicht wert, lässt er ihn dann doch vorsätzlich erstmal am Leben und sagt dann, naja, der soll halt verbrennen. Also was für ein mieser Wichser ist Kaido. Hat Oda, glaube ich, einfach nochmal eingebaut, um ja nochmal beim Leser so den Hass auf den Antagonisten dieses Arcs zu schüren. Und dann sieht man halt, dass Kinemon und Kanjuro hier halt Toki und Momonosuke und Hiyori zur Hilfe kommen. Und dann sieht es so aus, als ob sie genau in dem Moment jetzt halt Momo, Kanjuro und Kinemon 20 Jahre in die Zukunft schickt. Mir ist aber trotzdem nicht klar, warum sie sich nicht auch dazu entscheidet, mitzukommen und oder auch Hiyori mitzuschicken. Stattdessen flieht Hiyori zusammen mit Kawamatsu durch den Wasserweg und dann reitet sie in die Hauptstadt anscheinend, stellt sich vor die Menschenmenge und macht nochmal die Ansage von wegen, hey, eines Tages wird alles gut werden. Ich verstehe die Motivation dieser Dame nicht hinter dem von dem. Ich verstehe die Motivation einfach nicht, was sie da tut. Aber vielleicht wird Oda uns das nochmal erklären. Ich hoffe es doch. Und dann sieht man hier auf jeden Fall, dass Oda nochmal krass in die Prophezeiungsschiene reindrückt. Nämlich, hey, wenn du 20 Jahre wartest, von heute gesehen, dann wird der Tag kommen, wo halt ja, der Umschwung kommt, wo die Bösen gestürzt werden, wo der Moment kommt, auf den du gewartet hast. Und natürlich deutet das alles wieder auf Ruffy und die Prophezeiung hin und so weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie tot ist, weil man sieht hier, sie steht vor den Menschen und hält da ihre Ansprache. Und dann sieht man, wie einer von Kaidos Leuten eine Waffe zieht.
Sie steht da und dann macht sie ja Peng und sie fällt zu Boden und die Leute schreien Lady Toki. Also wird sie wahrscheinlich tot sein. Das heißt, die Idee, dass Toki irgendwie doch Kumarasaki sein könnte, ist raus. Ist weg. Wird gleich auch nochmal viel, viel deutlicher. Orochi hat ziemlich Schiss. Selbst im kochenden Wasser ist er am Zittern. Das heißt, dem geht richtig der braune Stift. Der fängt an zu malen in der Unterhose bei ihm, weil er totalen Bammel hat, dass halt irgendwann die Rache der Samurai kommt. Und hey, jetzt in der Gegenwart von One Piece wird das auch passieren natürlich. Und dann das Ding hier, das hat mich, ich dachte also wirklich, was zum Fick, Mann. So, Oda, was ist denn jetzt los? Er nimmt hier Denjiro und der leidet halt sehr. Er ist wütend und außer sich, dass die Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind. Und man sieht auch, sein Gesicht ist vor Wut verzerrt. Er ist am Weinen und dann sehen wir, es ist einige Zeit vergangen. Und auf einmal kommt er raus. Und er hat auf einmal eine andere Haarfarbe, mehr oder weniger ein anderes Gesicht und andere Augen. Und es wird offenbart, dass Denjiro halt definitiv nicht Koshiro Zoros Meister sein kann. Nein, auf einmal ist er jetzt Kyoshiro, der Typ, dieser Dandy Puffbesitzer, diese japanischen Namen bringen einen irgendwann durcheinander, der bei Orochi tatsächlich im Gefolge war und der ihm gedient hat und der Kumurasaki vermeintlich abgestochen hat. Und what the fuck, Oda? Also, ich find's... Ich weiß nicht, inwieweit Oda wirklich ins Internet geht und zumindest auf Japan basierend natürlich, sich so die Fanmeinungen anhört oder anschaut. Aber das, was er hier gemacht hat, fühlt sich für mich an wie so ein Move. Von wegen, hey, alle haben rausgekriegt, dass das der Meister von Zoro ist. Ich ändere die Story mal ab, um die Leute zu überraschen. So, das... Also... Bei aller Liebe, das, was er da macht, dass sich ein Charakter durch Wut, ja, also ich meine, One Piece hat sowieso immer eigene Regeln und macht Dinge und ignoriert physikalische Gesetze, wie es will, aber dass ein Charakter sich nur darüber, also dass er sich quasi schwarz ärgert, in diesem Sinne weiß ärgert, weil seine Haarfarbe sich verändert, er sich so ärgert, dass sich sein gesamtes Gesicht und seine Haarfarbe verändert, das ist selbst für One-Piece-Verhältnisse meiner Meinung nach ein ziemlicher Stretch. Also, Oda, was ist das denn? Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ich finde das, also ich finde es einfach nicht glaubwürdig. Es ist irgendwie sehr konstruiert. Aber gut, das ist die Story, die sich Oda ausgedacht hat. Ich habe einfach nicht so das Gefühl, dass er das von vornherein geplant hat. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie muckelig bin, dass meine Theorie nicht stimmt, weil die können immer noch miteinander verwandt sein oder so. Und die Hinweise, die ich im letzten Video aufgezählt habe, sind auch nach wie vor zahlreich und irgendwie in sich schlüssig. Aber also darum geht es mir gar nicht. Aber ich finde es einfach seltsam. Wirklich, wirklich seltsam. Weil sowas ist in One Piece überhaupt noch nie passiert. Und dann haben wir auch die Bestätigung, zwei Seiten darauf, kurze Zeit später, dass tatsächlich Hiyori auch die Kurtisane Kumurasaki ist. Was auch nach wie vor, also jetzt haben wir wirklich die Bestätigung, sie muss es sein. Es gibt kein, jetzt haben wir quasi gesehen, wie sie zu ihr wird. Es gibt da kein, es gibt da einfach keinen Diskussionsspielraum mehr, dass sie das nicht sein könnte. Aber die Gründe, warum ich seltsam finde, dass Hiyori Kumurasaki ist, die stehen halt auch immer noch. Weil Kumurasaki hatte einen ganz anderen Charakter an den Tag gelegt als Hiyori, als sie alleine mit Zoro war. Und ich kaufte das irgendwie immer noch nicht ab. Also ich bin mit dem Kapitel irgendwie voll nicht zufrieden. Nicht, weil ich mir... Also auf der einen Seite ist es ja schön, dass du mal siehst, okay, jetzt haben wir die Klärung bekommen, das ist tatsächlich so und das ist so und so. Aber ich finde einfach, was Oda da gemacht hat, das ist halt ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Oda macht gerne mal abstrusen Kram, aber das ist, glaube ich, mit das Abstruseste, was jemals in One Piece passiert ist. Ich meine mal, ohne Scheiß, ne? Wo ist er denn jetzt hier? Man sieht ja doch hier irgendwo noch. Hier sieht man es nochmal. Da stellt er es ja auch wirklich gegenüber. Ich habe zuerst gar nicht gecheckt, was das Kapitel mir sagen will. Dass jetzt Denjiro da steht und da kommt der andere raus oder was. Aber nein, das ist einfach nur wirklich nochmal, um zu zeigen, ja okay, Denjiro ist jetzt wirklich dieser Typ.
Aber man sieht ja hier auch, wie unterschiedlich die auch von ihm gezeichnet sind. Sein Gesicht hier mit den Augenbrauen und seine Augen, und die werden zu so einem total hochgezogenen Ding und spitz, und auch die Nase und der Mund. Also es ist quasi, er hat sich einfach aus Wut in einen anderen Menschen gemorpht. So, what the fuck? Also das ist, nee, bei aller Liebe, was Oda, bei allem, was Oda jemals gemacht hat, das ist wirklich mit das Seltsamste, was er je getan hat. Und ich weiß noch nicht, wie ich das finde, weil wenn es echt so ist, dass er das nur umgeschrieben hat, weil er sich gedacht hat, oh, die Fans haben das schon rausgefunden, was jetzt natürlich aber auch noch eine Spekulation von mir ist, aber wenn dem so wäre, würde ich das echt kacke finden, weil ich, das ist, glaube ich, kein guter Weg, auf den One Piece sich begeben sollte. Dann wäre das so eine Sensationsgeilheit, die er da bedienen würde, bei sowas, was schon andere Serien so das Genick gebrochen hat. Zum Beispiel, ich denke da an The Walking Dead, so, wo einfach nur Charaktere des Schockmoments wegen getötet werden oder so. Völlig egal, ob es Character Development noch geben könnte oder nicht. Und wenn Oda jetzt hier anfängt, sowas zu machen, boah, also ich weiß nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt gespannt, wie weit der Flashback noch weitergeht. Weil ich hätte ja eigentlich schon mit dem letzten Kapitel gedacht, dass der Flashback vorbei ist. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch was kommt oder nicht. Ich bin wirklich verwirrt. Aber umso gespannter bin ich, was nächste Woche passiert bei One Piece. Und mich interessiert jetzt auch, was ihr von dem Kapitel haltet. Findet ihr das mit Denjiro auch so weird? Findet ihr das auch so seltsam? Könnt ihr euch auch immer noch nicht damit anfreunden, dass Yuri wirklich Kumurasaki ist, obwohl wir jetzt den Beweis haben, schwarz auf weiß, dass es so ist? Oder fandet ihr das alles dufte und ihr sagt, ja, ist doch geil, Mann. So, das würde mich jetzt mal interessieren. Schreibt mir das unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was nächste Woche passiert. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss mit euch. Hauen Sie Pause. Wenn ihr mir ein Abo da lasst, wäre das super nett. Schaltet die Glocke ein, um immer zu wissen, wann ich was Neues hochlade. Besucht bei meinem Twitch-Kanal. Ich mache auch viel auf Instagram und Social Media. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord.